Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands im Roleplay mit Vanwa. Hallo. Reaper. Hallo. Und Enno. Hallo. So, und wir wollen jetzt El Muro töten. Wobei töten ist, glaube ich, falsch, wir sollen ihn gefangen nehmen. Ich schaue nochmal kurz in unseren Einsatzbefehl. Auch nicht wieder, ja, von... finden und in Sicherheit bringen, bevor er aus dem Land flieht oder El Suenios Leute ihn töten. Okay. Nee, nicht schon wieder so eine Schleichmission. Wir gehen durch die Berge am besten rein, ne? Ja. Ich muss aber auch mitkommen, weil da unten ist ein Störsender. Und wir wissen ja, ich bin der bessere Nahkämpfer von uns allen. Ja. Ich hab da gerade irgendwie so einen Bullshit-Zug reden hören, aber. Nee, ich glaube. Ich geb gleich eine Kugel in den Hinterkopf. Ich hab ein Problem. Hast du nicht hier zu sein? Nein. Nein. Hinhocken? Ich bin ein bisschen weiter links gewesen als du. Oh. Moment. Alle mal stehen bleiben. Zur Not sprengen und dich wiederbeleben? Das ist vielleicht. Okay, schnell reise. Mhm. Okay, sonst mit dem Gleitgel geht auch alles. Wann war. Ich möchte nicht von dir mit Gleitgel behandelt werden. Ich höre leichtes Feuer. Das haben wir Feuererlaubnis, um einige Scharfschützen auszuschalten, oder? Wir haben Alarm am Start. Warte. Dürfen wir niemanden töten? Alarm ist aus. Die Drohne ist unterwegs. Ich denke schon, dass wir töten dürfen. Das Drohnensignal ist scheiße. Sie wird gestört. Ha, schon wieder ein Jammer. Ja, ich weiß auch, wo er ist. Ich sehe ihn noch nicht. Der was am ist Eingang. Denn hier? Santa Blanca und Uni, da drüben ja. Ist hier. Ja, wir arbeiten zusammen. Nur für uns. Wir zwei haben dies mit montierten Geschütz, zwei Panzer, ein SUV gepanzert mit Geschütz. Wir wurden bemerkt. Negativ nicht von mir. Hinten am Eingang mit Turm. Ich glaube eher nicht, dass sie uns bemerkt haben, sondern eher vielleicht. Negativ, das kann ich sagen. Die kämpfen Gegner. Ich glaube daran liegt. Sie kämpfen gegeneinander hier. Oh Mann. Das darf halt keine Gefahr jetzt für uns werden, ne? Nee, vor allem Unidad sollte uns nicht bemerken, wenn es geht. Wie gesagt, ich sehe den Stromgenerator. Ich weiß halt. Oh, Vorsicht, Leute, wir kriegen Besuch. Ja, ja, ich sehe ihn auch. Ein Dritter ist aber unterwegs gewesen. Wow, ich glaube, der Stromgenerator wurde ja gerade zerstört. Haben wir. Okay, wenn das der Stromgenerator war. Das bezweifle ich, dass der das war. Nee, war nicht. Die Drohne wird gestört. Ich sehe nichts. Okay. Setze Drohne ein. Die Drohne geht noch nicht. Okay. Ach, mein Gott, dann halt das Großkaliber. Wir brauchen immer noch einen Satz, ja. Bei den Dixies ist, glaube ich, der beste Einstieg. Wo sind denn die Dixies? Quasi da, wo wir direkt drauf zugelaufen sind. Über den Stromzaun rüber und dann. Ah, ja, die Dixies. Okay, ich sehe sie, ja. Negativ, ich sehe sie noch nicht. Jammer ist aus. Wie komme ich denn am besten über den Stromzaun? Gar nicht. Moment. Mit einem Fahrzeug vielleicht. Ja, Fahrzeug. Vorne ist ein Eingang, überall wo die Santa Blanca Fahrzeuge stehen. Ja. Ja. Das Nadelöhr, wo sich alles trifft. Ihr könnt euch das. Los? Schnappt euch das hinterste Fahrzeug und dann könnt ihr notfalls den Zaun durchbrechen oder ihr geht direkt um den Zaun rum. Ja, das sollte sinnvoller sein. Kann man über diese. Aber nicht den frontalen Eingang nehmen, da sind Unidad. Wer schleicht da? Ich. Ich versuche an den Generator zu kommen, der auf der rechten Seite ist. Der Jammer ist schon mal ausgeschaltet. Ja, ja, ich guck mit der Drohne. Deswegen sage ich ja, geh da nicht lang. Das ist nur eine andere Möglichkeit, wo wir reinkommen, sodass ich an den Generator rankomme. Ja, ich versuche die andere Möglichkeit gerade zu finden. Hier ist ein Nebeneingang. Rechts rum ist schwierig. Da müsst du ziemlich weit laufen, um reinzukommen. Aber es wäre sicherer, wenn du ganz außen rumläufst. Wir sehen auch die Dixie-Klos, ich guck gerade kurz mit der Drohne. Das wird schon die Stelle sein, die Reaper geht rechts rum. Ihr seid wahrscheinlich links rum zu den. Genau, ich bin beim westlichen Eingang gerade. Wir sind am Eingang. Ich sehe zumindest auf die Schnelle keinen.
alles im Gelände, was sich bekämpft. Ja, die sind jetzt ein Stück weiter gelaufen. Die waren vorher am Eingang auf der Straße. Ja, so unser Vorteil. Ja, ihr könnt auch den Eingang reingehen. Müsst nur vorsichtig sein, da ist ein riesiger Gastank. Wann war, wo ist deine aktuelle Position? Ja, westlicher Eingang des Lagers. Bei den Dixies oder beim richtigen Eingang? Nur richtiger Eingang. Dixies habe ich keinen Eingang gefunden. Ich kann aber zu den Dixies gehen ohne Problem. Nee, geht mal durch den Eingang. Okay. Da wo der Panzer steht und so. Ja, genau, dann warte ich in diesem Camouflage-Gebäude. Das ist sehr gut erkennbar. Camouflage-Gebäude? Habe ich was verpasst? Direkt am Westeingang ist ein Gebäude, das sieht aus, also hat Camouflage-Farben. Sehr auffällig. Westeingang? Ich bin jetzt wieder zum anderen Eingang gegangen. Es gibt hier nur einen Westeingang, meines Erachtens. Ja. Ich bin zu dem anderen Eingang gegangen, den Nord-Nord-Osteingang. Moment, ich steig mal gerade auf mit der Drohne, um zu gucken, was deine Position ist. Ich bin gleich am Westturm. Nord-Ost. Ich durfte dich gleich sehen. Westturm. Ach nein, stopp, Enno, stopp. Das ist schon zu weit. Dieser Eingang, wo du vorbeigelaufen bist. Also doch, dort hinten sind nämlich zwei Dixie-Klos, Mann. Was sind denn da? Zwei Dixie. Oh mein Gott, die! Ihr verwirrt mich komplett. Ei. Wir sind bei den Dixie-Klos. Fuck, ich krieg Probleme. Ecke, bei dem Turm. Ja. Okay, dann sind wir ja wenigstens an einer Position. Ja. Okay. Reaper, bist du bei 1 und 3 oder wo? Heli direkt über uns. Wir können hier doch an der Innenmauer entlang, glaube ich, oder? Reaper, sag, wo du bist. Scheiße, geht's Reaper nicht gut? Nee. Weißt du seine grobe letzte Position? Ja, ich sehe ihn. Er ist... Siehst du, wo die 2 ist? Das ist ein hohes Gebäude. Da an der Rückwand. Moment, ich versuch's. Wo die 2 ist das hohe Gebäude, ja. Da sind so Antennen auf dem Gebäude. Ja. Da liegen ein paar Gegner hinter und er liegt da direkt an der Mauer. Moment, bei den Gegnern? Ja, da liegen 2 Gegner und Reaper liegt ganz am Haus. Okay, ich versuch's mal einfach. Ja, danke. Haben die uns eigentlich schon bemerkt? Nee, ganz sicher uns noch nicht. Okay. Es war also bisher... Da fährt ein Auto, hat die 2 überfahren, super. Unser Glück, dass das Kartell das sie gemacht hat bisher. Achtung Reaper, die steigen aus dem Auto aus, sind hinter dir her. Endo, ich munitioniere gerade in der Armeria auf. Ich meine übrigens diese Dixie-Klos hier. Die meinst du? Ja, deswegen war es die Verwirrung. Ich weiß immer noch nicht, wo ihr seid. Bei der Armeria. Ich sehe euch. Ich sehe eine Waffenkiste. Ach, hier ist auch die Waffenkiste, okay. Sind im Außengelände unterwegs, ja. Genau. Seid vorsichtig, 1, 2 und 3 sind irgendwie ausgestiegen und von mir weggelaufen. Oh. Entweder sind sie auf dem Weg zur Overwatch oder zu euch. Na, negativ, sind im Außengelände, nicht bei uns. Sind noch hinter dem Ja, ich stimme zu. Oh, die Lichter gehen jetzt aber aus. Ja. Markierung 1 ist weg. Ich hab hier einen Generator. Oh, hier ist Spielzeug für Enno. Was denn? Kampfhubschrauber mit Raketen. Holen wir uns das Arschloch. Wir brauchen ihn lebend. Wiederhole, wir brauchen ihn lebend. Aber da wir den lebend rausholen müssen, geht das nicht. Auto. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Ich hab eine Person laufen sehen. Okay, steig. Alter, was ist denn hier los? Okay, jetzt steigt er ein. Wann war? Ja, Moment. Ist das der Wagen da vorne? Ich höre hier einen Wagen fahren. Ja, der Wagen ist das. Oder? Seid ihr das? Ich bin auch in einem Jeep. Ich bin ein Panzer. Komm her, ja, aber er ist da in dem... Genau. Los geht's. Wo ist... Ja? Yeah. Richtung Westen. Auf der Straße. Also, wo ich hinfahre? Seid ihr das in dem freien Auto da? In dem ohne Dach? Ja, das bin ich. Okay, da geradeaus, da habt ihr noch ein Fahrzeug, da steht Reaper. Okay. Einmal außerhalb der Rolle, ich glaube, ich habe das Spiel ein bisschen verbuggt, weil ich kann hier nichts mehr machen. Kann das Fahrzeug einer wegbewegen, ne? Ja, Moment. Ja, kein Problem. Ja, wenn du machst gerade. Jetzt ist Tutsi was, alles gut. Okay. So, ist er jetzt drin? Ist der Typ da drin? Bei mir ist er drin. Okay. Huh! Das
Hätte auch anders sein können. Okay, Overwatch, wir holen dich ab. Wo bist du? Da, ja, wo du vorher warst. Ja, fahrt weiter geradeaus und dann da raus. Ich bewege mich auf den Weg zu. Ah, ich glaube, ich sehe dich. Man trifft nicht jeden Tag einen richtig harten Hund. Ja, du, bist du das? Nein, wartet. Also, das ist ein Motorradfahrer. Bei Freunden wie euch hinter uns. Ach, da. Dass ihr euch irgendwann gegenseitig umlegen wollt. Die normalen Plätze sind belegt, hinten ist aber noch für den das Geschütz, ja. Aber auf Blut ist oder das Geschütz. Jo, machen wir so. Aber ich bin auf der Karte. Oder wollen wir wechseln? Ich bin hinten. Ja, okay, können wir machen. Okay. Ah, nee. Ja, ich hab's vor Augen. Ja. Dir? Ah, komm. Aus euren Leichen werde ich keine Trophäe machen. Ihr seid's nicht wert. Los. Links. Scheiße, Mann. Also den Wagen musst du auch mal in die Waschanlage bringen. Alter! Psst. Geht's einem noch gut? Ja. Du bist auf der Straße bleiben. Zum Glück schaue ich nach hinten. Also sehe ich nicht, was auf uns zukommt. Ja, das liegt einfach daran, weil meine Windschutzscheibe ein bisschen verdreckt ist. Verdreckt oder kaputt? Beides. Beides. Okay. Da vorne nach rechts. Oh. Wir sind alles große Freunde. Mhm. Naja, das mit den Freunden hat ja gerade beim Kartell und Uni das nicht so gut geklappt, ne? Ja, wir haben uns ziemlich viel Arbeit erspart. Und Enno sieht aus wie ein Unidad-Offizier. Also. Ja. Ja, mehr oder weniger. Immer hübsch der Straße nach. Dauert noch ein paar Kilometer. Den einzigen Unterschied, den ich bei Enno sehe, ist, er ist nicht so hohl wie die Unidad-Offizier. Ist das alles? Alter, wo schicken die uns denn lang? Das ist ja 1000 Kilometer. Da darf es schon mehr sein. Eieiei, mein Benzin wird gleich leer. Aber da ist sicher Power unter der Haube. Vermutlich. Vorsichtig vorgehen. Feindlicher Heli? Will, glaube ich, nichts von uns, oder? Negativ. Das hier ist halt kein 1,2 Liter Benziner. Mit 1,2 Litern würdest du bei dem Ding hier keine 20 km/h schaffen. Hast du schon einen großen... Okay, ich hab grad... Vorne nach links. Junge, gute Fahrkünste. Oh! Wow! Ja, genau! Gute Fahrkünste! Okay, Fahrer, Schütze und Beifahrer sind ausgeschalten. Alles in Ordnung. Immer geradeaus fahren. Ich war halt verwirrt von Enno gerade. Und ich bin verwirrt von deinen Vorkünsten. Du redest irgendwas davon, dass da plötzlich irgendwas war? Ja, der eine hatte sich, ich sag mal, merkwürdig verhalten. Er hatte wahrscheinlich eine Low-Wide- oder Luftdruckfederung. Das ist aber auch verbaut, er hüpfte nämlich. Ich glaube, der kommt aus Los Santos. Ja, dieser Importe soll lieber in den USA bleiben. Die Autos aus den USA sind. Hüpfer Autos gibt's nur in Los Santos? Nicht unbedingt, aber was wollen die hier dann? Links. Und das Ganze schnell bitte lassen, Feind. Verfickte Scheiße! Oh, immer diese Zivilisten. Hier sind keine Zivilisten. Die Vierergruppe hast du jetzt auch nicht gesehen. Nee. Dann solltest du vielleicht meine Brille dir zulegen. Naja, ich glaube nicht, das ist anders. Links. Gleich sind wir da. Na, welch ein Glück. Ich glaube, wenn wir den Einsatz hier zu Ende haben, geht's der Bevölkerung besser. Am Ende deiner großen Karriere. Mhm. Weil keine mehr da ist. Wie war das, wenn wir tot sind, haben wir keine Probleme mehr? Nö. Den da will ich haben. Nö. Hat er was Interessantes zu sagen? Er ist echt sauer, so viel steht fest. No eres más que una puta. Ah, ich sehe schon.
Wenn Sie Rache an Svenja wollen, bin ich das Mittel und der Weg. Sie müssen nur mit mir reden. Alles, was Sie sagen, ist für ihn ein Sargnagel. Ach, darum lebe ich noch. Er ist muy pendeja. Ihr habt meinen Bruder getötet. Ihr habt mein Blut in dieser gottverdammten Einöde vergossen. Nicht mal seine Leiche habe ich. Jetzt soll ich auch noch meinen besten Freund verraten? In was für einer Scheißwelt lebt ihr denn? Helfen Sie uns gegen Svenjo. Schützen Sie sich selbst. Warum soll ich ihm das antun? Oder mir? Ubikate viaja. In dieser Wüste sind wir Männer. Wir spielen nicht solche Pincho Morito-Spielchen. Ich respektiere Svenjo. Und wenn ich mich selbst respektieren soll, töte ich ihn mit meiner eigenen Kugel. Demifuska Cabrona. Und jetzt habe ich auch eine Kugel für dich, Karen Bowman. Na, ob sie aus dem noch was rauskriegt. Ja. Ey, Svenjo weiß anscheinend Bescheid darüber, wer hier da die Stritten zieht. Nomad, die ISA glaubt, sie weiß, wo Special Agent Sandovals Leichnam ist. Es heißt, Svenjos Leute behalten ihn vielleicht, bis das sie jeden Hinweis auf ihn vernichtet haben. Ich brauche ihn, verstanden? Ey, zu wenig Vegetation. Genau deswegen, ja. Diese Kartellschweine lassen Leichnam einfach verschwinden. Oh, wow. Wir müssen ihn finden, bevor das passiert. Verstanden, Bowman. Wir lassen keinen zurück. Aber du bist keine Bergziege. Mäh. Oder ein bolivianisches Gebirgshuhn. Habt ihr Bowmans Anruf auch gerade gehabt? Mhm. Ja. Den Gefallenen zurückholen? Was? Ja, Agent sowieso Sandovals Leiche. Scheißdreck. Nee, das hat sie bei mir nicht. Doch, bei mir schon. Ja, doch, irgendwas mit Sandoval war da schon. Ja. Perfekte Scheiße. Alter, das hier ist keine Kugel, das ist ein Auto. Anschnallen, dann beschwert man sich auch nicht. Könnt ihr mal ins GPS gucken, wo sie euch die Daten geschickt hat? Ich habe hier keine Daten. Aber sonst würde ich sagen, fahren wir. Ich würde nach Kuani fahren, ja. In San Mateo okay. Hat sie mir die Daten geschickt, an der südlichsten Ecke davon. Genau. No. San Mateo. Oh ja, stimmt. Ja, stimmt, ich sehe es. Ja. Ist beides gleich weit entfernt. Also ich bin dafür, wir lassen niemanden zurück, wie ich schon zu Bowman gesagt habe. Außer es lohnt sich. Selbst das nicht. Sollen wir ein Heli nehmen? Wir hätten in der Nähe Itakua Echo als Stützpunkt. Was als Posten, den wir nutzen können. Stimmt. Kann sich rüberblinzeln oder was? Wir nehmen den Zug, ja. Den Bus, wie in Far Cry 2. Gut, dann habt ihr Ruhe. Dann lassen wir fahren, anstelle von zu fahren. Apropos Far Cry 2. Svenjo hat sich ja im ersten Moment so angehört wie der Kerl aus dem Spiel. Er will das Land retten, ja. Indem er uns anheuert, damit wir mehr für ihn töten? Nee.
Oh, was für eine Busfahrt, das ist ja schlimm. Eieiei. Und dann noch mit so einem kleinen Minibus. Uff. Was? Ja, hier. Ja, ja, schon klar, aber der Kerl quatscht mich schon wieder hier schräg von der Seite an. Nö. Musst du auch nicht auf jeden hören. Ey, hallo, das sind Verbündete. Und ich, wenn er dich anquatscht. Was ist denn fahren. Jetzt passiert? Hm? Du hast hier auf die. Oh. Was denn? Achso, die haben wir schon. Da lag eine Waffenkiste, ich dachte, die hätten wir noch nicht geöffnet. Jetzt komm rein. Bin schon drin. Raus, Patsch. So, fahren wir mal los, ne? Jupp. Verdammtes Sammeltaxi hier. Ja, aber ehrlich. Und der Fahrer hat sich einfach aus dem Staub gemacht, nachdem ich ihn ins Lenkrad gegriffen habe, um ihm mal zu zeigen, wie man fährt. Mhm. Ja, das hättest du lieber ihn fahren lassen, so super schnell er hier angekommen. Links. Schlimmste finde ich sind die durchgefurzt und durchgesessenen Sitze hier. Sind doch schön warm. Mhm. Mottenfraß, sage ich nur. Ja, ja. Entschuldigung, die aber nicht. Solange du nicht den Haufen vom vorherigen Passagier hast. Hauptsache, du findest da nicht so ein durchgefürztes Stück Kind oder so. Okay, stopp. Such dir einen Parkplatz. Moment. Nicht direkt davor, weil ich würde sagen, ist einer drin? Ja. Keine Ahnung. So wie ich sehe, ist da glaube ich doch einer drin, oder? Nee. Das ist nur ein Geschütz. Müssen wir da rein? Irgendjemand schaut uns hier doch an. Ja. Oh! Auf dem Dach. Und eventuell tot. Und der gut. Mitarbeiter hier. Und auf dem Holzgerüst. Wer kann denn ahnen, dass der böse ist? Drohne fliegt. Ah, die haben auch einen Jammer. Was gestört. Haben sie denn hier alle so ein Drohnenstörgerät? Das ist ja weiter verbreitet als die Läuse hier. Wir könnten eventuell rechts etwas den Berg hoch auf ein Plateau. Ja, das ist eine gute Idee. Mhm. Wir sind da. Ist nicht das erste Mal, dass wir Tote bergen. Ihr wisst, worauf ihr achten müsst. Darf ich dir vorher noch obduzieren? Wagen mit montierter Waffe. Ich denke, das wirst du so oder so machen müssen. Shit, bin getroffen! Geht's ihm nicht gut? Ich hab gerade eine Kugel in den Kopf gekriegt, aber ich glaube, ich hab den Typen. Nee. Gut, dass du einen Helm auf hast. Ich nehme mal die Beine in die Hand. Tschüss. Ja, war ich auch. Was ist denn los? Ich folge mal Overwatch. Ja, ist nicht so eine geile Idee. Nicht? Oh. Hab Einsicht in das Gebiet. Tango getötet. Okay, jetzt geht's. Du hast Befehl freigegeben? Ja. Ich sehe das Störgerät. Oh, wir haben Kollegen hier. Das ist gut. Sprengdrohnen-Einsatz? Ja. Okay. Wieder mit Störgerät. Wobei, stimmt, mit Störgerät macht das. Das Drohnensignal wird gestört. Oh, Mörser, oder? Mörser, Mann? Der ist zerstört. Da hat sich die Drohne doch noch gelohnt. Schön. Da vor mir unten in den Zelten ist noch einer. Ich hab grad was gehört. Oh, ich bin im Gebiet. Ein paar Vereinzelte sind aber noch, seid vorsichtig. Hab ich? So, ich glaube, die Drohne geht gleich. Ja. Okay. Da sind noch Gefangene. Ja, im hinteren Bereich. Auf den Türmen. Von oben im Gebirge. Die kommen. Ah, Junge. Du wirst nicht lange leben. Ziel eliminiert.
Bis zur Hölle. Riecht ihr das? Außengelände gesichert. Ich hab hier eine Leiche. Keine weiteren. Leiche suchen. Der Typ ist zu alt, um Sandoval zu sein. Okay, da gehe ich in das Gelände rein. Jo. Wow! Holen wir mal unsere Freunde hier raus, die können ein bisschen für Action sorgen, oder? Jo. Ja, die werden wir eher wie aufgeschreckte Hühner rumrennen. Hm. Können uns beim Suchen helfen. Rückendeckung. Hab dich. Hat Jenny mal diesen Typen gefunden? Negativ. Suchen noch. Munitioniert euch auf, wenn ihr was findet. Ich hab hier was. Ich seh's mir an. Ich hab hier nochmal 3 Leichen im Container. Ist er dabei? Weiß ich nicht. Muss ich gucken. Das ist er nicht. Weiter suchen. Oh Mann. Nee. Hier hinten ist noch ein Container. Ich hör Schlüsse. Sind unsere Bellenfreunde, denke ich. Okay. Das sieht doch nach einem aus, oder? Ja. Was ist das denn? Ich hab ihn. Scheiße. Ja. Ja, wo ist er denn? Schon traurig, einen Mann sehen. Wir können froh sein, dass wir ihn gefunden haben. Bowman wohl auch. Bowman, wir wissen, wo Sandovals Leichnam ist. Ich sende ihn den Stuhl. Danke. Ich schicke ein Team, das ihn abholt. Ich will nur, dass er nach Hause kommt. Leider kenne ich das Gefühl. Ja. Nomad Ende. Sag mal, ist der Container bei euch auf? Nein. Negativ, der war auf. Der war zu, ich habe ihn aufgemacht und dann wieder zu. Je nachdem, mit welchem Winkel man da reinguckt, ist er auf. Ja. Stimmt. Beachte es nicht weiter. War da ein Feinkontakt oder was war das gerade? Das können auch die Bellen sein, die da rumspielen. No. Da vorne ist noch ein Nachschub, den können wir noch markieren. Ansonsten suchen wir uns ein Auto und hauen ab. Da steht doch einer. Hast du was Nettes gefunden? Ja. Anschnallen, Leute. Der süße kleine Bus oder welchen willst du? Nein, das Taxi. Ist das für dich ein Taxi? Das ist so ein typisches Taxi-Auto. Naja, vielleicht in Liberty City. Ich weiß nicht. Taxis sind für mich irgendwie so ein bisschen eierschalenfarben. Nicht alle. In London sind auf keinen Fall eierschalend. Oder die Yellow Caps, ne? Hm. Genau. Das hier müsste man noch einfärben, dann wäre es eins. So, wir können im Norden hier gleich rechts an die Tankstelle fahren. Da ist ein Heli. Müssen wir aber mit Feindkontakt rechnen. Jupp. Da sind sie. Nicht den Heli kaputt machen. Oh, das ist meine Idee. Oh. Himmel. Wow. Granate fliegt. Nehmt das. Oh, ich glaube, es geht jemand nicht gut, oder? Aua. Erstmal ran, wa. Komm schon. Immer mit der Ruhe, Jungs. Und gleich. Nein, nichts da. Du bist auch schön ruhig. Komm schon hoch. Ich glaube, ich habe die anderen auch gesehen. Danke. Bitte, Vorsicht, da hinten ist noch einer. Hab ihn. Du hast der Heli überlebt. Eieieiei. Wie kommen jetzt die. Aua. Was zum. Was zur. Hallo, Rebell. Sag mal, ist Overwatch noch da? Ich glaube nicht. Overwatch schläft, die glaube ich auch noch irgendwo. Oh. Neben uns am Wagen. Ach, da. Gut getarnt. Hm. Ach, da. Danke. Das hätte mich nicht erwischt. Oh, wieder andere Miniguns. Rein in Heli. Ich flieg das Ding.
unser Sniper hat schon wieder Hummeln im Hintern. So, Nordwesten. Bist du angestellt? Nicht runterrutschen. Jetzt geht's in neue Gefilde. Yes. Sehr gut. Kurze Frage, was sagen die Speicherkarten? Die sagen, die sind recht voll. Ja, können wir machen. Okay, den Flug nehmen wir so raus. Okay. Ja, wobei. Ja. Wenn Bowman dann irgendwas redet. Okay, dann halte ich hier kurz. Sobald wir landen, denke ich, wird zuerst reden. Ah, okay. 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 Dann hoffe ich, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.